So, aber jetzt sind wir eigentlich schon direkt eingestiegen. Vorneweg nochmal. Also, wie gesagt, ich lebe hier in Uruguay, das jetzt mittlerweile ungefähr seit einem Vierteljahrhundert. Sprich, ich bin so eine Art Wiedervereinigungsflüchtling, der Kabarett sehr liebt und auch festgestellt hat, dass das deutsche Kabarett wohl ziemlich einzigartig auf der Welt ist. Von daher gesehen solltet ihr auch meinen Vortrag und alle Kommentare eher in diesem Blickwinkel sehen. Also, wenn ihr es nicht versteht, stellt euch einfach vor, es hätte Wolfgang Neuss gesagt oder so. Ich habe schon als Kind mit Vorliebe ganze Sätze in den Mund genommen und auch wieder herausgelassen und nur einige Worte ab und zu mal verschluckt, also so runter. Später habe ich dann die eine oder andere Lippe mal riskiert, nicht? Dadurch wurde aus dem München langsam eine Schnauze. Herr von Weizsäcker, wissen Sie denn überhaupt, dass ich Bundespräsident würde, wenn die Kinder wählen dürften? Ja! Entweder wir sind intelligent und ehrlich, dann sind wir nicht wiedervereinigungsgläubig. Oder wir sind intelligent und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht ehrlich. Oder wir sind ehrlich und wiedervereinigungsgläubig, dann sind wir nicht. Aber wer will schon dämlich sein? Kein Mensch. Nein. Die zweite Möglichkeit, die von Menschen sehr, sehr geliebt wird, ist das Ausblenden. Das heißt, sie sagen, es interessiert mich gar nicht, ich gucke mir das Ganze gar nicht an, ich bleibe bei meinem alten Muster. Und glauben Sie mir, das ist eine Fähigkeit, die Menschen sehr, sehr trainiert haben. Das heißt, die rennen einfach ihr Muster weiter und tun so, als ob nichts passiert ist.